Hallöchen, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil 7. Ja, in der letzten Folge durften wir das Video Happy Birthday spielen, wo Lukas, diese kleine Ratte, uns keine Chance gelassen hat zu entkommen. Ja, wir sind jämmerlich verbrannt. Wer wir genau waren, weiß ich gar nicht bisher. Magdmunition habe ich noch gar nicht gesehen. Und wir haben die zwei Schlüsselkarten. Ja, die uns erlaubt, zu der kleinen Party dazu zu stoßen. Und ich denke mal, wir fackeln nicht lange und gehen zu Lukas, der kleinen Ratte, und holen uns Mia und Zoe zurück. Alles so ein bisschen hier im Schwarzlicht gehalten, sieht es aus. Sieht aus wie, sieht so Blut aus im Schwarzlicht, oder? Irgendwie so, weiß nicht. Kenne mich da nicht aus, zu wenig CSI Miami geschaut. ETS. Okay, ich denke mal, wir drehen. Nein, ich bin mal gespannt, was hier passiert. Ich hoffe, wir können Zoe und Mia retten. Hier ist nur einfach nur laute Musik. Ich denke mal, wir sitzen uns in so einem Chefsessel und gucken gemütlich Familien im Brennpunkt auf RTL. Oder? Nee, doch, Lukas. Der sieht einfach so fertig aus, als ob er auf Drogen wäre. Ja. Ethan, Ethan, warte, 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 ich habe etwas für dich. Schau doch mal her, was ich habe. Hat er wohl von der Zoe geklaut. Weißt du, wozu das gut ist? Weißt du, was Zoe damit anstellen will? Ja, ein Serum herstellen. Sie denkt, das Teil ist etwas Besonderes. Nein, Ethan, es ist nicht besonders. Das genau tut doch weh. Ist besonders. Weißt du, Ethan? Aua. Nicht jeder will gerne die Zeit zurückdrehen. Was, Evelyn? Ich will es ihm doch nur zeigen. Ich will ihm nur zeigen, dass nicht jeder zurück dahin will, wie es früher war. So ist ein dummes Miststück. Sie versteht nicht, dass ich nicht zurück will zur Zeit, bevor mein Vater dich gefunden hat. Nicht jeder will die Zeit zurückdrehen. Also, Ethan, du kannst so viel du willst unter dem schmutzigen, vergammelten Haus kriechen und nach den Materialien suchen, aber du wirst verdammt nochmal nichts finden, Ethan. Du willst das Serum herstellen? Oh, Baby. Da musst du an mir vorbeikommen. Hörst du mich? Na komm schon, Ethan. Was sagst du? Wenn ich an dir vorbei muss, dann komme ich an dir vorbei. Scheiße! Okay. Wir müssen also noch diesen Lukas besiegen. Und er hat mit einer... Hier ist die Frau. Ich habe jetzt... einfach so konzentriert. Evelyn geredet. Die ihm wohl... Ja, die wohl... dass sie dieses Virus oder Serum oder keine Ahnung, was das sein soll, wo die, dass die so mutieren gegeben hat. Oh, hier sind so. Hab ich gesehen. Kann ich mich nicht verarschen, mein Freund. Und hier noch eins. Okay. Dann müssen wir wahrscheinlich hier ganz ans Eck und hier durch. Sonst hätte es uns auch noch getroffen. Die nächste Tür. Hier warten erst wohl das Fallen-Devil. Okay, dann gehe ich hier auch mal durch. Gebückt.
Okay, das haben wir auch geschafft. Ah, und da ist doch das Schatzfoto, oder? Das ist doch das Ding vom Schatzfoto. Ein Reparatursatz. Damit können wir wohl Waffen wieder reparieren, die kaputt sind. Ich habe doch noch welche im Schrank, oder? In dieser Kiste. Oh, hier ist nochmal so eins. Und hier auch. Komme ich da durch? Oh, das wird knapp. Das schaffe ich nicht. Ich muss wahrscheinlich das hier kaputt machen. Nee, das schaffe ich auch nicht, oder? Komm, die mache ich kaputt. Auch wenn's. Ja, habe ich. Ich glaube, da wäre ich nicht. Wäre ich nicht durchgekommen. Okay, hier ist nochmal eine Kiste. Munition. Da rüsten wir auch mal gleich aus. Oi. Was hast du gegen Kisten, Ethan? Okay, da hat er wohl eine Bombe drunter versteckt, die kleine Ratte. Oh, und hier sind wieder zwei Seile. Muss ich wohl von der anderen Seite gucken. Was kann man hier raus? Hier sind irgendwelche Dielen. Sei vorsichtig! Die beißen zurück! Okay, ich vermute, das könnten wir gerade noch so schaffen. Komm. Schaffst du? Jawohl. Schätze, ich muss wohl einen Gang zulegen. Ui. Sieht aus wie so eine Vorrichtung, wie ein Saw. Soll uns das hier kaputt machen? Oh. Wenn wir hier den falschen Code eingeben. Oh. Ah, hier sind wir von diesem Happy Birthday Ding. Okay. Ja, hier haben wir noch eine Truhe. Und hier. Was war das im Hintergrund? Und hier können wir noch eine defekte Pistole. Die können wir wohl reparieren. Okay, und haben hier eine M19 Pistole. Eine relativ kraftvolle Pistole. Sie ist in einem schlechten Zustand, aber scheint noch brauchbar zu sein. Okay. Hier muss man wohl einen Code eingeben. Ist egal welcher. Wenn wir den falschen eingeben, sterben wir bestimmt, oder? Ich weiß. Scheiß Passwörter, ja. Was? Probier doch mal 0814. Nein. 0621. Nein. Es ist 0514. Na komm schon. Versuch's mal. Man weiß nie. Okay, ich würde sagen, wir vertrauen ihm mal 0514, oder? Oh. Das Ding kommt jetzt da runter. Kleine Sau. Kommt das jetzt wieder zurück? Das kommt bestimmt zurück. Das kommt bestimmt zurück. 0612 hat er doch gesagt, oder? Ich muss das Passwort herausfinden. Okay. Gut zu wissen, dass sich hier jetzt das Ding öffnet. Hat mich mega erschreckt schon wieder. Okay, dann finden wir wohl das Passwort heraus. Um hier vorbeizukommen. An dieser Tür vorbeizukommen. Oh, ich vertraue diesen Kisten nicht mehr. Eins von denen ist bestimmt wieder so eine Bombe. Ich muss es wohl mit flüssige Chemikalie. Nicht weit weg genug, okay.
dann ist eins wohl immer eine Bombe und das andere ist wohl dann etwas für uns. Aber ich will nicht unnötig Munition ausgeben. Wenn wir dadurch kriegen, jetzt zum Beispiel wie hier Flintenmunition. Okay, das ist die Tür hier. Okay, wir sind jetzt schon gut angeschlagen. Und irgendwie hier so ein... Oh! Ja, das ist eine Schnur, hätte ich jetzt fast nicht gesehen. Hinter uns ist was! Oh, ich hab's doch noch zum Schluss gehört. Wow. Hey, ich hab's noch gehört. Ey, auf einmal. Ich dachte, hey, was kommt denn da jetzt? Puh, ey. Okay, hier ist auch wieder. Sag mal. Was läuft denn bei dem falsch, ey? Okay, das andere. Hier sind noch zwei Seile. Eins geht hier runter. Und das andere geht hier hoch. Drei Seile sind sogar noch. Fuck. Hier, oder? Schnappen uns noch eine antike Münze. Und hier ist der Draht. Nee, schaffen wir nicht. Ich will jetzt auch nicht unnötig Munition ausgeben. Und sterben unnötigerweise. Wir haben es hier geschafft. Ich glaube, der Typ macht in seiner Freizeit tut er zu viele. Boah. Okay, da. Da muss ich die Schrotflinte auspacken. Das war's dann wohl. Okay, die Dinger, die sind dann wohl kein Problem. Die können wir mit der Schrotflinte zermalmen. Okay, der hier auch. Komm her. Oh, der lebt noch. Na, danke. Okay, das müsste jetzt erledigt sein. Weil ich diese Mistviecher einfach nur hasse. Ich laufe hier ein bisschen zu schnell durch. Fällt mir. Hier könnten noch Fallen sein. Hier ist noch etwas Schießpulver. Okay, wir haben noch Chemikalien. Dann würde ich sagen, wir verbinden die und kriegen nochmal schöne 10 Schuss Munition. Okay, wir müssen hier. Ich muss hier echt aufpassen. Auf diese Fallen. Wo überall lauern. Der hat die überall angebracht. Der Mistkerl. Hier auch. Jetzt nochmal ein Videorekorder. Festbrennstoff. Okay, hier ist möglich Flintenmunition. Dann gehe ich mal auf die Flinte. Okay, kann nichts reloaden. Hier können wir uns noch was anschauen. Hier ist ein Speicherpunkt, aber ich denke, ich schaue mich noch etwas um, damit die Folge nicht allzu kurz ist. Und hier. Boah. Nein, dir vertraue ich nicht. Ich hätte vertrauen können, aber naja. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser natürlich. Okay, wir können hier lang. Und da ist wahrscheinlich eine Bombe drin. Nein, keine Bombe. Sondern eine starke Chemikalie. Okay. Können wir dann jetzt hier runter? Okay, wir können hier runter. Hätten wir auch vorher hergehen können. Ich vertraue dem Typen nicht mehr, seit dieses Ding explodiert ist. Deswegen ein Schuss für 8 Munition. Das ist okay, glaube ich.
Okay, wir müssen wohl noch eine Autobatterie finden. Okay, ich muss hier immer gucken auf diese Drähte. Und ein Kraut. Das Kraut können wir ganz kurz benutzen. Oder sollen wir das... Mit einer Chemikalie, komm, dann machen wir das so und dann benutzen wir das so. Wir haben ja noch 120 Brennmittel, sag ich jetzt mal. Das sollte dann auch ausreichen. Wir haben eine Autobatterie. Yeah. Und noch 30 Brennstoff. Gut, dass wir das nicht ausgegeben haben. Ja. Die allerletzte Kiste ist noch eine Bombe. Diese kleine Ratte. Aber das war doch klar, oder? Ich glaube, hier kommen jetzt nochmal die Monster, oder? Weil hier kann ich... Ist ein bisschen größeres Areal. Mit viel Lautsprecher. Okay. Ladies und Gentlemen, Jungen und Mädchen, willkommen beim Scheunenkampf! Keine schmutzigen Tricks, Gentlemen, wir haben Regeln! Hallo? Du, mich auch! Wo sind die? Ich will mich jetzt hier nicht zeigen unbedingt. Gekotzt wäre. Wie du im Leben mit Widrigkeiten umgehst, mach dich erst zu Mann. Ich schieße ihm mal erst meinen Kopf. Okay, jetzt haben wir wieder diese starke Munition. Okay, jetzt kotzt er wieder. Ich glaube, von dieser Kotze dürfen wir uns nicht treffen lassen. Verdammt, das muss wehtun. Okay, er trifft uns nicht. Okay, keine Munition, jetzt müssen wir wohl mit der Schrotflinte rein. Ich muss sagen, dass ich beeindruckt bin. Du bist nicht nur noch am Leben, du hast auch noch alle Finger und Zehen. Okay, das hat dem wohl gut getan. Ich glaube, der trifft uns nicht, weil wir unter diesem Ring hier sind. Also, wir haben es geschafft, oder? Ich weiß wirklich nicht, was ich dazu sagen soll. Kommt jetzt nochmal einer? Das kann es doch nicht gewesen sein, ne? Fettsack ist tot! Fettsack ist tot! Ah, er war sowieso nie mein Favorit. Was härteres, oder was? Sein, oder? Ah, okay. Wir haben es wohl geschafft. Ja, wir sind wohl gut durchgekommen, weil wir die ganze Zeit unter diesem Ding waren. Da hat er uns wahrscheinlich wohl nicht getroffen. Und sind ohne größere Blessuren davon gekommen. Aber wir haben keine Pistolenmunition mehr. Wie kann ich die Pistole hier hoch machen? Aber auf jeden Fall keine Munition mehr. Ja, ich kann jetzt glaube ich auch nicht mehr zurück, weil da ich ja da runtergesprungen bin und kann demnach auch nicht abspeichern. Aber ich gebe demnach dann die Schrotflinte aus. Die wird mir schon das Leben retten. Aber ich glaube, wir kommen jetzt wieder in den oberen Stock und können dann eventuell noch abspeichern. Und dann denke ich, mache ich ein kleines Folgenpäuschen. Okay. Wir haben gar nicht mehr. Wir haben Dietriche. Aber keine Kisten. Wenn wir Kisten haben, haben wir keine Dietriche irgendwie.
Was ist denn hier? Irgendwas? Okay, das ist wohl vom Kabel irgendwie. Ja, vom Kabelsalat. Der. Ah, das ist wahrscheinlich die verbrannte Leiche, wo wir vorher gespielt haben. Müssen wir irgendwas noch finden? Haben wir ein Kraut und könnten es mit einer Chemikalie kombinieren? Haben wir wieder ein Slot frei? Oder zwei sogar? Ne, einer haben wir nur frei. Ich bin der Nächste. Du bist der Nächste. 1408. Okay. Das Passwort wird wohl 1408 sein, ne? Oder? Die Treppen. Du bist der Nächste. 1408. Okay, dann sind wir wieder hier. Können wir an unser Unrat hier wieder. G17 Pistole. Die machen wir mal weg und die auch. Dann können wir die M19 benutzen. Ja, so funktioniert das. Schrotflintenmunition, die könnten wir noch miteinander kombinieren. Ob das Sinn macht, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall die Münze machen wir weg. Dann haben wir einen Slot mehr frei. Nee, das macht keinen Sinn. Ich würde lieber Munition draus machen. Die Magnum-Munition machen wir mal weg. Dann machen wir die beiden mal weg. Ich würde da lieber Munition draus machen, weil Flammenwerfer haben wir ja 150 Stück. Und die G17-Pistole nehme ich trotzdem mit. Vielleicht. Ja, blick ich es irgendwann mal. Oh, und ich wäre fast. Ich wäre richtig reingerannt, oder? Ja, das Ding ist weg. Ich wäre voll reingerannt. Zum Glück ist es weg. Und das Passwort wird wohl sein 1408. Und die Tür geht auf. Oh, Kumpel, das ist ein Test deiner Fähigkeiten. Also nicht schummeln. Den Mist, den du rumschleppst, pack das alles weg. Ja, ich muss wohl alle meine Gegenstände in meine Box legen. Aber werde dann hier die Folge beenden und dann in der nächsten Folge in diese Tür eintreten. Ansonsten wünsche ich allen noch einen schönen Tag und hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und ciao.